Der eigentliche Sinn dieses Gerichtes ist umfassender, als hier nur an ein paar Männern Vergeltung üben zu wollen. Sein Sinn ist, das geschändete Recht in unserem Land wiederherzustellen. Sein Sinn ist, Rechtsgrundlagen aufzustellen, die in der ganzen Welt Geltung finden. Worauf muss ich eine solche Rechtsform begründen? Sie muss sich begründen auf die gerechte, ehrliche Abwägung der wahren Verantwortlichkeit für die Verbrechen, die die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft aufführt. Mit den Worten des amerikanischen Rechtslehrers Oliver Wendell Holmes: Diese Verantwortlichkeit wird nicht allein gefunden in Dokumenten, die niemand bestreitet oder ablehnt. Sie findet sich ebenso in Erwägungen politischer oder sozialer Natur. Sie findet sich aber am meisten im Charakter der Menschen. Wie ist der Charakter von Ernst Janning? Betrachten wir doch einmal sein Leben. Geboren 1885, promovierte zum Doktor der Rechte 1907, wurde Richter in Ostpreußen 1914. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde er einer der Gründer der Weimarer Republik und gehörte mit zu den Schöpfern der demokratischen Verfassung. In den folgenden Jahren schuf er sich nicht nur einen international bekannten Namen als bedeutender Jurist, sondern auch als Verfasser von Gesetzeskommentaren, die heute noch auf der ganzen Welt verwendet werden. 1935 wurde er Justizminister. Wenn Ernst Janning für schuldig befunden würde, müssten sich gewisse Folgerungen ergeben. Ein Richter macht nicht die Gesetze, er führt sie aus, wie es seine Pflicht ist. Das Wort "Mein Vaterland", Recht oder Unrecht, stammt bekanntlich von einem großen amerikanischen Patrioten. Gilt das nicht ebenso für einen deutschen Patrioten? Musste Ernst Janning nach den Gesetzen seines Landes richten? Oder hätte er sich weigern sollen und sein Vaterland verraten? Das ist die Kernfrage, um die es bei diesem Prozess geht. Die Verteidigung sucht nach der wirklichen Verantwortung ebenso sehr wie der Vertreter der Anklage. Für uns steht nicht nur Ernst Janning hier vor Gericht, sondern das deutsche Volk. Das Gericht unterbricht die Verhandlung bis auf Weiteres. Ihnen recht ist, den kann ja Bayers die Akten später ablegen. Es war eine verdammt scharfe Rede, die Lawson da gehalten hat. Ich bin gespannt, ob die Angeklagten wirklich für das verantwortlich gemacht werden können, was er ihnen vorwirft. Wenn Sie erst so lange in Deutschland sind wie ich, werden Sie merken, dass Verantwortung hier eine Sache ist, für die es keine Schablone gibt. Was machen Sie übers Wochenende? Meine Frau und ich fahren nach Lüttich. In Lüttich ist nichts los, ich war mal da. Mein Sohn war auch mal in Lüttich. Jetzt liegt er auf dem amerikanischen Soldatenfriedhof. Oh, entschuldigen Sie. Ach, schon gut. Ich sehe Sie Montag, Dan. Hm. Kommen Sie mit? Ich bleibe noch einen Augenblick hier. Ich warte auf ein paar Akten von Byers. Okay. Hier sind die Berichte, die Sie haben wollten. Vielen Dank. Captain, wäre es möglich, mir die Bücher zu besorgen, die Ernst Janning geschrieben hat? Ein paar sind schon hier. Ich möchte alle. Da
Dann möchte ich gerne noch ein Exemplar der Weimarer Verfassung. Können Sie mir das auch besorgen? Ja, natürlich. Danke. Wie lange sind Sie denn schon hier, Captain? 2 Jahre. Oh, 2 Jahre sind eine lange Zeit. Ja, Sir. Haben Sie Freunde? Natürlich. Deutsche Freunde? Ja. Freundin? Ja. Ihre Eltern waren Nazis, aber sie war erst 8 Jahre alt, als Hitler zur Macht kam. Danach habe ich nicht gefragt. Ich weiß, aber vielleicht haben Sie sowas Ähnliches gedacht. Das wäre ja kein Wunder. Ich dachte, wenn sie schon umerzogen werden muss, dann kann ich sie auch übernehmen. Haben Sie sonst noch Wünsche? Nein, nein, jetzt werde ich erst mal einen Spaziergang durch die Stadt machen. Gehen Sie durch die Altstadt, sie ist wegen des Biers und der Würstchen beliebt. Okay, danke. Für dich gut, Opa. Haben Sie verstanden, was sie gesagt hat? Ne? Ja, natürlich. Was war's denn? Auf Wiedersehen, Großvater. Sind Sie auch sonst zufrieden? Ja, ich werde gut behandelt. Durch ein paar alte Freunde habe ich Kontakt zu den amerikanischen Behörden. Ich könnte Beschwerde einlegen, wenn Sie wollen. Danke, ich habe keinen Grund dazu. Herr Dr. Janning, wir sind beide in einer peinlichen Situation. Ich weiß, dass Sie mich als Anwalt abgelehnt haben. Sie wollten gar keinen Verteidiger. Aber ich muss Ihnen etwas sagen. Wollen Sie mich anhören? Ja. Ich möchte Sie mit Würde verteidigen. Entsprechend Ihrer Stellung. Ich werde weder an Gefühle appellieren, noch werde ich um Gnade bitten. Ich beabsichtige, wir werden das Spiel nach Ihren eigenen Regeln spielen. Wir wollen sehen, ob Sie den Mut haben, einen Mann wie Sie zu verurteilen. So wie ich es sehe, sind die entscheidenden Punkte Ihres Falles der Sterilisationsentscheid und die Feldenstein-Hoffmann-Affäre. Herr Dr. Janning, ich möchte Ihnen noch etwas sagen. Ich bewundere Sie.
Schon seitdem ich studiere.